Glück auf und Vorhang auf zu den Chronik einer Stadt und neuen Abenteuern aus Wolfsbach. Nicht Hundsgrab, Wolfsbach. Und ich habe mir gerade diesen Eisengolem angeguckt. Die sind schon genauso schlimm wie die in Hundsgrab. Stehen auch die ganze Zeit im Wasser rum. Ja, wir sind wieder in Wolfsbach. Zurück von der von dem Herrenhaus des Barons. Wieder zurück nach Wolfsbach gelatscht, natürlich, ne? Und da ist eine Spinne. Warum ist da eine Spinne? Ich hoffe, wir sind nicht noch mehr Monster. Da muss ich auch böse werden. Hui. 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 Ich komme noch nicht ran. Aber ich glaube, der hat mich gesehen. Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr Monster. Hier ist einer der Wölfe. Also die Wolfsbacher Wölfe sind immer noch da, ne? Auf jeden Fall. Und jetzt hier auch einiges getan. Ihr seht das ja schon. Ich bin schon wieder eine ganze Weile wieder hier. Hab die Schnellreiseverbindung genommen aus der Ferne hierher. Und bin jetzt wieder in Wolfsbach. Und wer am Wochenende gut aufmerksam war, der hat ja auch von hier aus den Angel-Livestream vom Shadow eventuell mitverfolgen können. Aber wir wollen natürlich weiter eine Kirche bauen. Also hier ist so eine kleine Bibliothek. Zwei Kisten sind da und da habe ich mal die ganzen Bücher reingepackt, die es beim Angeln so gab. 14 Namensschilder wurden geangelt und diese ganzen Bücher. Ich gehe jetzt mal kurz durch, ohne das zu kommentieren. Ihr könnt euch das ja kurz, könnt ihr mal Stopp machen und könnt euch angucken, was alles zusammengekommen ist. Das ist der Wahnsinn. Na, also richtig gute Zauber, die hier auf den Büchern sind. Alle aus dem Wasser geangelt. Und ja, ich habe das alles mal versucht einzusortieren. Was habe ich hier? Ach, hier ist genau, hier ist unser Hühnerhof. Na, hier gibt es hinten so eine kleine Hühnerfarm. Kann man natürlich dann immer nur die Eier einsammeln. Das ist eine Möglichkeit. Und ist eigentlich blöd, dass man hier nicht rein kann, oder? Moment. So ist besser. Dann kann man nämlich hier auch die ganzen Eier einsammeln. Weg, ihr Hühner. Ja, so ist besser. Dann kann man hier auch rein, in den kleinen Hühnerstall. Hier müssen eigentlich noch so Bretter rein, ne? Wo die sich draufsetzen können, die Hühner. Das machen wir gleich mal, passt mal auf. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit müsst ihr jetzt mal haben. Habe ich denn noch... Ja, ich habe ja Eichenholz erst gefällt. Alles muss man selber machen. Was ich sagen kann, ist, dass es hier total viel Spaß macht, zu bauen irgendwie. So ein frisches... Oh. So ein junges Dorf, sozusagen, ja, die ersten Schritte in so einem so jungen Dorf zu machen, ist echt was total Schönes. Und erinnert mich wieder sehr an meine erste Zeit in Hundsgrab. Da kommen echt nostalgische Gefühle wieder hoch. So blöd sich das auch gerade anhört. Okay, dann machen wir einfach mal hier den hier. Packen hier mal so ein bisschen, so ein paar Hühnerbretter rein. Da können die ja drauf, ne? Dann können sie da drunter und drauf. Hier oben packen wir keine rein, das reicht so. Ne? Dann können sie hier ihre Eier ablegen. Und man kann hier reingehen. Hier oben ist auch alles dicht mit Teppichen oben drauf. Klar, Teppiche halten immer am besten vor Regen. Schützen am besten vor Regen. Und dann haben wir hier schon mal ganz schön viele Eier. Und ein bisschen Korn auch. Und Äpfel, ne? Falls die Hühner mal einen Apfel essen wollen. Ja, ich packe das hier überall im Ort. Verteile ich das so ein bisschen. Hier ist, glaube ich, die kleine Schweinefarm. Hier mit dem typischen Schweinehaken. Könnt ihr euch selber vorstellen, wofür der da ist. Hier sind so ein paar Säue, die hier lustig im Rumplanschen sind. Ich versuche auch möglichst nicht so viel umherzuruckeln, damit ihr das alles vernünftig verfolgen könnt. Hier sind ja unsere Häuser, die wir letztes Mal schon gebaut hatten. Dann geht es hier runter. Hier ist die Schmiede. Da ist das Bürgerhaus, also das Siedlerhaus. Und hier in der Mitte entsteht noch eine so eine Art ja, Monolith, so eine Stele. Aber hier, das wollte ich nochmal ändern. Das gefällt mir so gar nicht mal so gut. Da müssen nämlich auch diese Dinger hin. So, hier setzen wir überall mal die Kanten raus und setzen da ganze Blöcke hin. Ich glaube, das sieht noch ein bisschen besser aus. Dann hat man hier besser einen schöneren Treppenaufgang. Hier fehlen diese sowieso noch. Sehr gut. Und hier sind schon Blöcke drin. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch die Blöcke verteilen. Davon haben wir noch ganze 14 Stück. Das ist doch auch nicht schlecht. Und Boote musste ich übrigens rausnehmen, weil die Dorfbewohner sich in die Boote gesetzt haben und hier überall in den Booten rumgepaddelt sind. Ja. Okay. Und das ist total nervig. Man kann hier im Dorf schon bald nichts mehr bauen. Ich habe neulich mal durchgezählt. 20 Dorfbewohner zählt das gute Wolfsbach jetzt schon. Und es werden immer mehr. Schon 3 Eisengolems habe ich den einen Tag gezählt. Genau, einer hinten im Teich. Dann hier er, unser Oberst Wolfram. Und seine beiden Gehilfen. Und hier ist die Spinne jetzt tot. Wahrscheinlich hat sie der Eisengolem erschlagen. Oder sie ist einfach nur so an Altersschwäche gestorben, weil Spinnen werden ja nicht sehr alt, wisst ihr ja. Die Spinnen. So, okay, das ist fertig. Und ich habe hier einfach mal so eine Stele hingemacht, so eine Monolith hingestellt. Und da können jetzt alle 3 Elmländer, also wenn jetzt gerade einer zuguckt aus dem 3 Elmlande, der kann hier einfach mal hingehen und kann hier für den neuen Bürgermeister oder Bürgermeisterin, ich kann hier unter so ein Schild machen für den neuen Bürgermeister, Schrägstrich in.
Weil wir wissen ja noch nicht, was es wird. Wir wissen noch nicht, wer es wird. Wir wissen noch nicht, was es wird. Bürgermeister oder Bürgermeisterette, hatten wir ja schon drüber geredet. Dann machen wir einfach mal hier den. Genau, noch ein paar Schilder. Eure Grüße. Okay, weg da, weg da, weg da, weg da. Eure Grüße. SZ geht nicht in dem Texturenpack. Grüße für den Strich die die neue Bürgermeister Schrägstrich in. Missverständlicher geht's nicht mehr. Hier könnt ihr eure Grüße dran schreiben. Ich hänge auch noch ein paar Schilder einfach auf. Hier könnt überall eure Grüße drauf. Und dann freut sich der neue Bürgermeister oder Bürgermeisterin vielleicht dann über eure Grüße aus dem Dreiemland. Wenn nicht, könnt ihr da auch noch Blöcke anfügen. Es müssten eigentlich noch welche von dem Granit da sein. Was willst du denn? Du willst handeln. Ja, komm, machen wir mal. Ich bin ja gar nicht so. Machen wir mal, genau, hier ein Smaragd. Was hast du denn noch so zu handeln? Komm, Leder brauchen wir selber ganz viel. Habe ich extra aus Hundsgrab geholt, weil hier gibt es nicht viel Leder. Okay, erstmal rausgehen. Jetzt muss er erstmal kurz überlegen. Er ist nämlich Metzger, wie man sieht an den Messern. Und du bist Priester und ich habe leider nur zwei. Ich habe leider nur zwei verrottete Fleische. Fleische. Fleisch. So, und du? Hast du was ausgedacht? Zum Beispiel für 11 Feuerschutz, eine Lederjacke mit Feuerschutz. Ist doch gleich schlecht. Jetzt geht's aber hier weiter. Ich habe hier hinten nochmal ein bisschen umgestaltet. Das heißt gar nicht so viel. Hier sind die beiden Ausgänge auf jeden Fall. Hier soll das ja runtergehen zum Taufbecken. Und hier zu dem kleinen Anbau für den Priester. Ne? Also wo er sich dann auf die Predigt vorbereiten kann. Und dann kann er hier vorne stehen und kann zu seinem Volke beten. Ich denke mal, wir machen hier Steinbänke rein. Weil Mojang mag es gerne steinern. Sage ich jetzt einfach mal so, ne? Also das Volk kann ruhig leiden und auf Steinbänken sitzen. Wir machen hier mal so Steinsitzbankreihen hin. So eine Reihe. Noch eine Reihe. Die Entbehrung, ne? Die Entbehrung, die man so mitnehmen muss, wenn man zu Mojang gehört. Oder zu Mojang betet. Das sah eben komisch aus, war es aber gar nicht. Und hier liegt noch Holz rum. Warum liegt hier Holz rum? Und wo sind jetzt hier die Steine? Der liebe Fasgard hat erzählt, wir können uns das alles hier nehmen. Wir können das alles nutzen für den Ausbau des Ortes, was hier auf seinem Lieferwagen ist. Und ich habe den auch so ein bisschen als Zwischenlager genutzt. Ihr wisst ja, ich brauche immer viele, viele, viele Zwischenlager. Ja, bald ist ja bei euch in der Welt Ostern und hier in Dreiemland feiern wir Ostern nicht. Das Einzige, was wir machen, wir vertreiben die bösen Geister des Winters auch mit einem Feuer. Das heißt, wir werden wohl auch eine Art Osterfeuer machen. Nennen wir es einfach mal Osterfeuer, damit ihr wisst, um was es geht. Na? Das Feuer, was die bösen Geister vertreibt. So, haben wir hier drei Sitzreihen. Können wir hinten vielleicht noch so ein Becken hinstellen oder eine kleine Kollektekasse. Total gut. Jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall Stein. Achso, hier ist noch eine Fischerhütte und da könnt ihr mal sehen, wie viele Fische geangelt wurden. Das ist nämlich der absolute Kracher. Schaut euch das mal an. Könnt das mal auf euch wirken lassen. Hier sind die Fische, die sind natürlich hier unten auch noch im Wasser drin. Seht ihr ja, das Wasser strömt hier gegen und läuft auch in die Kiste rein, damit die immer frisch bleiben. Und hier sind die ganzen Angeln, die geangelt werden, auch teilweise echt verzauberte Dinger. Na, ihr seht das ja hier, Haltbarkeit und allen möglichen Murks. Und hier ist der gebratene Fisch hier aus unserem Räucherofen. Da wollte ich hier oben sowieso noch so einen dran setzen. Unser kleiner Räucherofen. Da haben wir aber keine Kohle für. Da müssen wir echt noch Kohle besorgen irgendwoher. In Hundsgrab haben wir aber auch nicht viel Kohle. Und hier nebenan gleich ist so eine kleine Steine-Burgnerei. Genau, denn auch Bögen wurden reichlich geangelt. Eine kleine Burgnerei, Reparaturwerkstatt. Und hier haben wir noch eine kleinen Steinmetz. Alles natürlich nebenberuflich, ne? Ganz klar. Guck mal, was läuft denn da draußen? Was läuft denn da von Film? Okay, das nehmen wir mal. Die Steine können wir mal wegpacken, glaube ich. Alles, was Stein ist, kann hier rein. Und die nehmen wir mal. Und die hier. Und ja, ich war auch in der Wüste, habe auch ein bisschen Sand gefarmt. Ich war fleißig schon wieder. Ich war echt nicht untätig.
Und es wird schon wieder Nacht. Senorina. Die neue Woche hat ja gerade begonnen. Gestern war ja Mojangstag, da war natürlich frei. Und da ist das neue Texturenpack rausgekommen übrigens auch, habe ich gehört. Na, was ihr auch unten in der Videobeschreibung findet. Mit den neuen Bildern zum Beispiel auch ganz wichtig. Okay, Freunde, jetzt aber wieder volle Konzentration hier auf unsere Tätigkeit. Die Schaufel wurde, glaube ich, auch geangelt. Ne, die habe ich erhandelt, genau, die habe ich erhandelt. Die musste ich mal nehmen, um den Lehm abzubauen, weil mit der Behutsamkeit kann man natürlich keinen Lehm abbauen, ganz klarer Fall. So, dann machen wir nämlich hier schön zwei. Das heißt, hier oben kommt ja dann Stein drauf. Genau. Da kommt der Stein drauf. Autsch. Genau, dann haben wir nämlich hier so schöne Säulen. Die wollte ich auch gerne haben. Dann holen wir uns dann noch Rohstein. Lala. Ich wollte hier erst so eine Uhr hinbauen, so eine Nachtwächteruhr. Das hätte sich ja auch sehr gut gemacht. Können wir aber auch noch nachträglich machen. Oder kann ja dann der neue Bürgermeister, Schrägstrich, na, ihr wisst schon. Und es ist ganz schwer, sich hier in dem Ort zu bewegen. Das ist echt ganz schwer. So, machen wir uns einfach mal hier Steine. 64 Stück. Zack. Und da hatte ich auch noch welche von. Hier, Zwillinge, geht mal beiseite. Was mir auch aufgefallen ist, sofort aufgefallen ist, dass wir hier in dem Ort total viele Schmiede haben. Wir haben nur eine winzig kleine Schmiede da hinten. Aber wir sind mindestens, keine Ahnung, 6, 7 Schmiedemeisterinnen hier rum. Das ist unglaublich, oder? So, da kommt ja dann eine Säule hin. Das heißt, wir können gleich mal die rausnehmen. Genau. Und bauen uns mal hier hoch. Zack. Dann können wir hier gleich Stein hinpacken. Hier kommt ja dann auch der hier, ne? Und hier ist ja der Eingangsbereich. Genau. Da kommt ein Fenster rein. Da können wir natürlich auch bunte Glasfenster nehmen. Da müssen wir keine hellen nehmen. Eigentlich. So, und hier, wie machen wir das dann hier? Das müssen wir gleich mal sehen am besten. So. Zack, zack, zack. So, würde ich sagen. Dann gehen wir hier mal rüber. Hier wird das, kommt das Eingangsportal hin. Runter. Hops. Wir gehen hops. So, hier kommt ja dann auch so ein Eingangsportal hin. Hier kommt, genau, kommt der drauf. So, so. Und da kommt Sandstein rein. Das machen wir dann von unten am besten, genau. Ist ein guter, habt ihr recht. Habt ihr absolut recht. Das machen wir dann von unten. Das heißt, so ist die richtige Höhe. Und hier kommen dann Steine drauf. Und ihr werdet sehen, ruckzuck steht hier unsere kleine A. Naja. Außer wir verbauen uns 20 Mal. Dann kann das natürlich noch ein bisschen dauern. Mit dem mit einer kleinen Kapelle. Ist ja keine Kathedrale. Kann man nicht unbedingt sagen, dass es eine Kathedrale wäre hier. So ein kleines Gebäude. Wie dieser kleine Mojang-Tempel ja ist. So, mal kommen wir hier. Machen wir das mal so. Und dann können wir dann von unten die Steine einsetzen. Genau. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Komme ich hier irgendwo runter, ohne mir direkt die Knochen zu brechen? Ja, es gibt ja immer den alten Trick. Wenn hier unten irgendwo Wasser ist, putsch, kann man da reinspringen. Wasser ist zum Springen. Oh, da ist Kohle. Warum ist denn hier Kohle? Haben wir da Glück drauf auf unserer... Ja. Kohle immer mit Glück abbauen, ganz wichtig. War da noch mehr Kohle? Nö. Hier ist ja so ein kleiner unterirdischer See und den wollen wir ja umbauen zu einem großen Taufbecken. So war ja der euer Plan, ne? Das heißt, wir müssen dann hier eine Treppe runtergehen lassen. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. So, das ist schon mal nicht schlecht. Da oben würde ich dann tatsächlich noch so einen Klotz draufsetzen und hier kommt, genau, Sandstein rein. Damit das nicht ganz so trist wirkt, das ganze Gebäude. Soll ja auch ein bisschen schick werden. Obwohl es nur eine kleine, eine ganz, ganz kleine Kapelle ist. So. Und hier in der Mitte noch einer. Zack. Wunderbar. Ja, sieht das doch schon mal ein bisschen heimlicher aus. Heimeliger. Nicht heimlicher. Heimeliger aus. Da in die Ecke könnten wir eigentlich auch noch so eine Säule hinstellen, ne? Das wäre noch machbar. Wenn man sagt hier. Und da oben. Ah, nee, nee, nee. Das sieht nicht gut aus. Nein, 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 nein. Bloß nicht zu viel Schnickschnack. Ein Taufbecken brauchen wir ja also eigentlich nicht, weil wir denn den Tauchbach haben. So, wie machen wir das jetzt hier am besten? Weil wir hätten ja auf der Höhe hätten wir hier ungefähr die Tür, ne? So, das wäre unsere Tür. Da haben wir oben noch so ein Ding über, das ist sehr gut. Da kann man nicht immer schöne Sachen machen. Passt mal auf. Dann machen wir jetzt einfach mal ein paar Stufen. So, zack.
Zombie-Lehmann brauchen wir gerade nicht. Schon wieder das Inventar voll, ist unglaublich. So, und dann können wir doch sagen, wir machen jetzt zum Beispiel mal den hier. Zack. Wir können das auch aus Sandstein machen. Die sind nie runtergefallen, war klar. Aus Sandstein, Sandstein, Sandstein. Muss ich aber erstmal ein bisschen schrunzlos werden. Ist hier irgendwo eine Schrunzkiste? Hier vorne. Da, können wir ein bisschen schrunzlos werden. Das zum Beispiel. Die Brote können da auch rein und die Spinnenwippen. Und der Smaragd ist unserer. Den habe ich erhandelt. Was? Ja doch, das war mein Geld. Die olle Leiter, das Boot und hier die beiden Dinger. So, ich hoffe, es ist nicht schlimm für dich, dass ich jetzt gerade so ein bisschen hier dein Ding voll mülle. Okay, von außen ist es echt noch sehr bescheiden, das Ganze. Sehr bescheiden. Hier oben kann dann noch ein Stein rein. So, damit das ein bisschen gleich ist. Auf der anderen Seite auch. So, zack, zack. Ja, das kann man so machen. Die könnte man hier unten auch machen. Nee, einer reicht. Einer reicht. Umso kleiner so ein Gebäude ist, umso schwerer ist es, da schöne Variationen reinzubringen im Grunde. Da haben wir noch einen 64er Stack. Sehr gut. Wir müssen auch gleich ausleuchten hier, bevor wir jetzt irgendeinen Käse bauen. So, so. Zack. Zack. Ja, kann man so machen. So, hier unten einen dran. Da oben einen dran. Nein, das war jetzt falsch. Das heißt, das ist eigentlich schöner sogar noch so, ne? Können wir das so wegnehmen jetzt mal? Ups, ups. So. Ja, doch, es gefällt mir sogar noch besser. Dann können wir da jetzt noch so einen Balken rüberlegen. Ja, das ist ganz schick. Das ist ganz schick. Da hinten das Bild vom Mojang. Ach, wir haben da, haben wir... Okay. Ja, dann können wir da natürlich auch Bruchstein nehmen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Gut, kurz auf die andere Seite. Wie ist da schon wieder ein eiserner Kerl gerade entstanden? Ich hoffe doch nicht schon wieder. Und ist egal, wie schnell man, wie man sich beeilt, es ist immer ziemlich knapp mit der Zeit, wenn man hier irgendwas baut bei Minecraft. Oder ich bin einfach zu langsam. Du bist einfach zu langsam, Opa. Hast du das gesagt? Nein. Hat irgendwer von euch gedacht, bestimmt nur, ne? So. Jetzt machen wir nämlich noch Folgendes. Da muss ich aber mal hier in die Seite gehen. Ja, können wir jetzt ruhig mal hier den nehmen. Ich jetzt wieder losrenne, um mir Sand wollte ich schon sagen. Und mir Erde hole. Machen wir einfach mal so eine kleine Variation. Eine kleine Variation, eine Variation. Die Variationi. So. Nee, das ist gut. Ein I. I wie inniger Glaube. I wie Inquisition. Zum Beispiel. Ah, doch, das sieht ganz schick aus. Das sieht sehr mojangig aus, auf jeden Fall. Hier vorne könnten Gitter rein. Gitter habe ich auch noch da. Oder halt Fenster. Und die Farbe der Priesterschaft ist ja eigentlich lila. Aber lila ist blau und was muss man nochmal mischen? Guten Tag. Wir haben hier Gitter, hier haben wir noch Fenster. Sand habe ich auch noch. Oh, guck mal, hier sind noch, das ist auch sehr gut. Ah, Fenster. Farbstoff. Wir können, warte mal. Beiseite. Beim Fischer war doch noch schwarzer Farbstoff. Da war noch schwarzer Farbstoff. Lila kriege ich jetzt so ohne weiteres nicht hin. Außer mit Lapis Lazuli. Hier haben wir noch die Beutel, die alten Fischbeutel, die alten Tintenfischbeutel. Da gehe ich ab und zu mal hier rein und klopp einfach mal ein paar von denen tot. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Hier soll noch so Laternen hin, hier an die Seiten, damit das ein bisschen schicker ist.
Und jetzt könnten wir doch sagen, ich habe doch vorhin, da liegt immer noch die alte Leber unter dem Tisch. Was ist denn, wenn wir hier zum Bleistift das und das vermischen? Hä? Ach, Kaktus müssen wir auch noch brennen, ne? War das nicht so? Hier mit dir mal raus. Nee, das ist doch schon Kaktusgrün. Und Tintenbeutel. Müssen wir Tintenbeutel brennen? Nee. Das ist doch schon schwarz. Ach, schwarz und grün kann man nicht mischen, ne? Das kann natürlich durchaus sein. Ups, ups, ups. Schlafen. Ich muss schlafen. Unbedingt. Aber wir können schwarze Fenster machen. Das auf jeden Fall. Wenn wir nämlich sagen, jetzt hier, den hier. Und den hier. Beziehungsweise den hier. Kriegen wir schwarze Fenster raus. Die sind nämlich auch sehr schön. Und daraus können wir doch dann die machen. Genau. Jetzt haben wir 32 Fenster. Vielleicht kommen wir da schon ganz gut mit hin. Ich lege mich mal hin und schlafe. Oh, ich habe den Chat gar nicht ausgeschaltet. Hupsi. Hupsi. Ja, okay, warte mal. Option, Chat-Einstellung, versteckt. Na, dann können wir hier vorne dann schöne schwarze Fenster. Die sehen sehr klassisch, friesisch-klassisch herb aus. Nee, aber das finde ich schon passt zu so einer Kathedrale. Und hier haben wir auch einen schönen Kontrast dann. Ja, ja, wenn dem Bürgermeister das oder der Bürgermeisterin das später mal nicht gefällt, kann er das ja immer noch ändern. So ist ja nicht. Ein schönes schwarze Fenster rein. Die sind teuer. Die waren teuer gewesen. Genau. Sehr schön. Okay, den Rest, das ist halt Rest. Deshalb heißt es ja Rest. Wo sind denn hier die Grußkisten da? Okay, dann können wir das wieder alles hier reinpacken. Die Kohle können wir eigentlich direkt mal in den Ofen schieben. Da hinten ist nämlich einer, den vergisst man immer schnell. Ja, und die Frage ist halt dann das Dach drauf oder oben noch eine Kante drumrum. Ich würde fast für eine Kante sein, weil das immer sehr schick aussieht, finde ich. Nee, nicht übertreiben, oder? Nicht übertreiben. Und hier hinten müsst ihr eigentlich auch ein Turm hin. Vielleicht sollten wir das beim nächsten Mal, in der nächsten Folge machen. Dass wir sehen, dass wir da hinten noch einen Turm dran basteln. Weil so ein kleiner Glockenturm darf natürlich bei keiner Kathedrale fehlen. Deshalb sage ich jetzt mal, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeronan. Ich vergesse nicht zu essen und ich werde nicht verhungern. Also keine Panik auf der sinkenden Titanic. Bis zur nächsten Qual.